Endlich mal eine gute Corona-Nachricht. Der größte Teil dieser Kunstwerke ist eigentlich nur durch Corona entstanden. Ganz allgemein und eigentlich für alle kann man sagen, dass Corona dazu geführt hat, dass die Künstler viel produktiver sind, weil sie sich ja viel mehr konzentrieren konnten. Sie waren nicht abgelenkt durch Ausstellungstätigkeit, durch Veranstaltungen, durch sonst was. Auch inhaltlich sieht man viel Corona auf den Bildern, die seit heute im Frankfurter Kunstsupermarkt ausgestellt sind. Zum Beispiel auf diesen Gemälden der spanischen Künstlerin Lourdes Rall aus Barcelona. Die 44-Jährige hat sich durch die strengen Lockdown-Monate gemalt. Sie hat viele Bilder mit so Fassaden und hinter den Fenstern sieht man die in den Wohnungen eingeschlossenen Menschen. Allmählich, als es wieder besser wurde im Sommer diesen Jahres und die Menschen auch wieder raus konnten, gibt es auch wieder fröhlichere Szenen von Bars und so weiter. Wer keine Lust hat, auch nur im Entferntesten an Corona zu denken, findet im Kunstsupermarkt in Frankfurt-Sachsenhausen ebenfalls das perfekte Weihnachtsgeschenk. Vielleicht etwas Schrilles, Buntes, Fröhliches mit kleinen versteckten Frankfurt-Botschaften? Bei dem sieht man ganz deutlich die Bezüge zu Frankfurt. Also hier oben die Andeutung von der FAZ und auch Bulle und Bär hat er reingebracht. Oder doch was ganz Großes, Plakatives? Eignet sich aber nur für echte James-Bond-Fans. Die Preise sind festgelegt, wie im Supermarkt eben. Je nach Größe des Kunstwerks kostet es von 69 Euro bis 1000. Ab heute ist der Supermarkt in der Schweizer Straße geöffnet, hoffentlich, wie geplant, bis zum 22. Januar.